Wenn in München gefeiert wird, knallen die Champagnerkorken und das teure Prickelwasser läuft nicht nur durstige Kehlen hinunter. Geld ist hier völlig egal. Während der Wiesn spielt das keine Rolle. Wenn wir feiern, dann feiern wir richtig. Wenn auf der Wiesn langsam die Lichter ausgehen, dann geht im After-Wiesn-Club erst richtig die Post ab. Nach der Wiesn ist eben vor der Wiesn und dazwischen wird einfach weiter gefeiert. Mehr als 1000 Party-People lassen es hier richtig krachen. Super Wiesn, wir kommen aus Bielefeld. 2011 ist der Hammer, super. Doch wer hier mitfeiern will, muss erstmal reinkommen und das ist gar nicht so einfach. Vor der Tür stehen Menschenmassen und um am strengen Türsteher Damir vorbeizukommen, muss man entweder auf der Gästeliste stehen, eines der begehrten Bändchen haben oder wenigstens so prominent wie Schauspielerin Simone Thomalla und Freund Silvio Heinevetter sein. Ansonsten wird's schwierig. Die keine Gästeliste oder Bändchen haben, die kenne ich dann und dann kann ich sie auch reinlassen und das ist eigentlich das Konzept von der Tür hier. Wir gehen mal rein, ne? Ihr kommt nicht rein, ihr habt kein Bändchen. Wie? Ja, der Kollege hat doch gerade gesagt, wir kommen rein. Nein, ja? Ich habe zu ihm gesagt, er kann reingehen, wenn ja, wir klar. Zeit versperrt, aber jetzt geht's bitte schon da vorne hin, weil ja, hier aber nicht, ja, nicht. Ja, dann können wir macht er nur so gemeinsam reingehen. Nee, können wir nicht. Zack. Ja, so schnell kann es gehen und der Abend endet vor der Tür. Damir muss als Türsteher eben auch mal hart durchgreifen, obwohl er an diesen Tagen relativ kulant ist. Wir gucken schon, wie du selber siehst, 90% sind in Tracht. Und alle die, die noch gerade stehen können oder mit Hilfe gerade stehen können, die kommen dann auch rein. Ja. Gibt es auch manchmal Leute, wo man sagt, oh. Ja, natürlich, klar, die bleiben halt dann draußen. Draußen bleiben muss auch diese junge Dame, obwohl sie es wirklich mit allen Mitteln versucht. Macht jetzt mal was. Zeigt mal, dass ihr von Pro7 seid. Sie scheint doch nicht davor zurück, unserem Reporter das Mikrofon zu klauen. Ich weiß, ich werde dich nicht nerven, aber... Du nervst gerade. Okay. Und ich möchte jetzt hier bei... Geduld. Wie heißt du? Markus. Also Markus, schaffen wir das jetzt? Ich bin ja schon drin. La gente esta Tja, leider hat alles nichts geholfen. Und wie sieht's bei diesem jungen Mann aus? Noch wartet er hoffnungsvoll in der Schlange. Super Wiesn! Doch schon wenige Minuten später treffen wir ihn wieder vor der Tür. Was ist passiert? Wir können keine 500-Euro-Scheine wechseln. Das ist ein absolutes Schrottladen hier. Das geht ja gar nicht. Du, das ist das. Du hast einen 500-Euro-Schein? Ich hab gar nichts, Mann. Hier ist eine 5 Mark, ey. Tja, mit 5 Mark ist man in München definitiv nicht dabei, vor allem nicht im VIP-Bereich. Hier geht ein Shampoo nach dem anderen über den Tresen. Die 6 Liter Magnum-Flasche gibt's für schlappe 1200 Euro. Die kleine ein bisschen billiger. Kleinen Flaschen, wie oft verkaufst du die? Die kostet 175 Euro. Ja, aber gehen die minütlich über den Tresen? Kein Wunder, dass sich Barfrau Johanna wie ein Wiesnhändel freut. Vor allem, weil die meisten Gäste einfach vergessen, wie viel die Getränke überhaupt kosten. Weißt du denn schon, wie viel Geld heute über den Tisch gegangen ist hier? Johanna meint 5000 Euro. Nein, manchmal sind es 100 Euro, manchmal sind es 1000 Euro, manchmal sind es mehr Euros. Hey, da kommt ja schon die nächste Flasche wieder. Ganzen Abend geht's so dahin, aber crazy, crazy, crazy. Für die 31-jährige Johanna lohnen sich die 16 Tage Wiesn gewaltig. Vor allem, wenn es so weitergeht und die Leute den Champagner nicht nur trinken, sondern auch noch gerne darin baden. Bist du denn jetzt nach den 16 Tagen reich? Ich hoffe, dass ich nach den 16 Tagen reich bin. Aber wie fühlt es sich jetzt gerade an? Wirst du reich? Ja, ich werde reich. Reich werden und das nur als Barfrau. Wie viel Geld Johanna im VIP-Bereich wirklich verdient, will sie uns nicht verraten. Wie wir aber beobachten können, sitzt es während der Wiesn verdammt locker. Anscheinend gibt man hier für einen spaßigen Abend gerne mal ein paar tausend Euro aus.